So, da bin ich wieder und wie angedroht bin ich bewaffnet mit einem College-Block und einem Inki. Also, ich habe jetzt schon mal die 25 Kästchen aufgemalt. Das Kästchen, wo die Grube ist, es fällt 1. Das Feld vor uns ist Feld 2. Das Feld, wo wir stehen, ist Feld 3. Und so geht es weiter. Ganz rechts, wo jetzt die Grube ist, ist die 5. Links daneben ist die 10, dann 15, dann 20. Dann 25. Aber die gesamte rechte Reihe sind halt die 5er-Schritte. Ich glaube, das war jetzt nicht ganz so super erklärt, aber es ist halt, die Reihe ist hier 1 bis 5, die Reihe ist 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okay, fangen wir an. Ich schreibe jetzt auf. Wir treten auf Feld 3. Feld 2 und 1 gehen auf. 2 und 1 open. Ich gehe wieder zurück. Sie gehen wieder auf. Okay, ich sollte lieber schreiben open/close. Also je nachdem, ob wir, wenn wir draufstehen, gehen die zu. Das wird ja noch komplizierter. Also draufstehen gleich zu. Okay, wir gehen jetzt auf 2. 2. Zwei schließt eins. Und öffnet sieben. Also wahrscheinlich ist das. Und kann auch drei schließen? Aber vorhin war das doch schon mal zu, oder? Nee, ich glaube nicht. Also, jetzt gehen wir auf Feld 7. Und es tut sich gar nichts. Wir gehen auf Feld 6. Feld 1 geht auf. Öffnet 1. Und wir können auch nur auf 1 gehen. Also 1 macht 2 auf. Das wird ein totales Chaos. Und hat da hinten was aufgemacht. Das ist dann wahrscheinlich. Also hier ist 1, hier ist 6, da ist 11, dann ist da 16. Öffnet 16. Also 1 macht 2 auf und 16 auf. Ich laufe jetzt einfach mal in die Richtung. Ah. Okay, und 6 schließt 16. Schließt 16. Je nachdem, wie lange das jetzt dauert, werde ich diese Folge eventuell rausschneiden. So, und was macht jetzt 11? Gar nichts. Das stimmt nicht. Also 6 kann auch 11 öffnen? Ja, 6 öffnet auch 11. Warum ist dann manchmal zu? Ah, okay. Also 6 kann 11 öffnen, kann es aber auch schließen. Und hier vorne passiert gar nichts. Jedenfalls nichts, was wir sehen könnten. Ich glaube, durch Rumprobieren wäre ich besser dran. Bis ich das hier alles entschlüsselt habe. Aber gut. Also, wir sind auf 3. Wir sind jetzt eben nach links gegangen, haben damit schon was aufgeschrieben und gehen jetzt nach rechts. Das wäre Feld Nummer 4. Und 4 macht 5 und 9. Auf Schrägstrich zu. Wir gehen mal auf 5. 5 schließt 10. Und öffnet 10. Also ja, jede Druckplatte kann entweder eine andere Druckplatte oder mehrere andere Druckplatten öffnen und auch schließen, wenn man ein zweites Mal rauftritt. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf 10. 10 öffnet 15. Das heißt, eigentlich muss ich gar nicht öffnen und schließen Schrauben. Ich schreibe einfach nur hinter die Felder, die sie beeinflussen. Jetzt trete ich auf 15. 15 macht 20.
Und anscheinend auch 25. Aber auf die Seite wollten wir gar nicht. Wir wollen auf die andere Seite. Also wir stehen jetzt auf Feld 25. Ich gehe auf 24. Tut sich nichts. Ich gehe auf 23. Tut sich nichts. Jedenfalls nichts vor uns. Außer dass sich die da wieder schließt. Okay, laut meiner Theorie hat Feld Nummer 15, 25 geschlossen. Aber wir kommen nicht wieder auf Feld 25, Feld 15. Und da ist die Schlange. Es scheint wirklich ein Feld in der Mitte zu sein. So, ich würde jetzt gerne wieder zum Anfang. Und dann würde ich gerne wieder dahin und dahin. Und gehe wieder hier hin und dahin. Das geht auf. Jetzt haben wir hier, also wir stehen auf Feld 10. Da ist 15, da ist 20, da ist 25. Laut meiner Skizze macht das Feld hier die beiden zu. Stimmt. Schön. Also, das, was ich jetzt die ganze Zeit aufschreibe, macht wenigstens Sinn. Es ist vielleicht nicht der kürzeste Weg, aber er macht Sinn. Und es ist doch schon mal schön, wenn etwas Sinn macht. Außer, dass wir uns gerade einbuchsiert haben. Denn die Platte Nummer 10 beeinflusst Platte Nummer 15. Also war es eigentlich abzusehen. Und das ist Nummer 9 und das ist Nummer 5. Die werden beeinflusst von 4. Also müsste ich darauf mich stellen, um die Platten hier zu bewegen. Jetzt ist die Frage, ob wir was werfen können und dass, wenn das auf einer Platte landet, dass das beeinflusst. Das wäre natürlich auch noch ganz cool. Aber erstmal müssen wir runter. So, wieder hoch. Einmal runterspringen, überleben wir noch. Das ist gut. Und ich benutze schon wieder die Cursor-Tasten. Also, wir haben ungefähr raus, wie das da rechts geht. Wir wollen nur gar nicht nach rechts. Und von rechts nach links zu gehen, scheint auch links nichts zu öffnen. Also können wir eigentlich den ganzen Bereich hier gepflegt ignorieren. Das heißt, wir gehen mal vorwärts. Können wir nicht. Was öffnet denn bitte schön Feld Nummer 8? Also das direkt vor uns. Zwei schon mal nicht. Zwei beeinflusst nur sieben. Und eins. Und sieben ist hinter uns zu? Nein. Zwei. Okay, ich will jetzt gucken, was 7 macht. Ich hatte mir nichts aufgeschrieben beim letzten Mal, wo wir hier waren. Also, 1 ist offen. Das ist 6, das ist 11 ist offen. 12 ist offen. 1, 11, 12, 8. 1, 11, 12, 8. Nee, 7 scheint echt gar nichts zu machen. Wir haben nur die Wahl, dahin zu gehen. Das ist der Feld Nummer 6. Und hier können wir jetzt wieder den Vor- und Zurück-Tango machen, bis wir da vorne hinkommen. Aber wir kriegen die ganz vorne nicht auf. Aber gut. Wir waren noch nicht auf dem Feld. Wir waren noch nicht auf dem Feld. Nee, ich glaube nicht. Als wir ganz rechts rumgegangen sind. Das kann ich jetzt noch machen. Theoretisch müssten wir dank meines College-Blocks und meinen ganzen skurrilen Skizzen darauf in der Lage sein, da hinten wieder hinzukommen. Oh, obwohl das Feld, waren wir da schon mal drauf? Das ist Nummer 9. 9 habe ich noch nicht aufgeschrieben, was das macht. Also wir treten mal auf 9. Die sind offen, rechts von uns ist zu. Die beiden werden beeinflusst. Also 9 beeinflusst 14 und 15. Okay. Hier vor uns haben wir 14. Ich gehe mal auf 14 rauf. Scheint nichts Offensichtliches zu beeinflussen. Ich gehe nochmal zurück. Nö. Das ist der Mittelpunkt von dem ganzen Ding. Ich denke, wenn wir da gleich rauftreten, kommt wieder ein Wupp-Wupp-Geräusch. Das testen wir einfach mal. Also die Mitte ist 13. 13 gleich. Wupp, wupp.
Hey. Okay, aber das hätten wir auch schon mal geklärt. Da war nicht mehr. Doofe Schlange. Würde ich gern töten, bevor wir weiter rum experimentieren. Ach, abgehauen. Na gut, ich schreibe mal auf. 13, Schlange. Das ist 8. Acht macht auch nichts. Da verändert sich auch nichts. Nö, acht macht anscheinend auch gar nichts. Schreiben wir ein Fragezeichen hin. So, wir wollten aber eigentlich hier links rumgehen. Um dann da zu dem Feld zu kommen. Aber was haben wir hier für ein Feld? Das ist über der Mitte. Also Feld Nummer 18. Schreibe ich 18 gleich. Anscheinend gar nichts. Außer dass 18 verschwindet, wenn wir auf 13 treten. Lalala, schon 12 Minuten, in denen ich einfach nur Sachen aufschreibe. Ja, wenn das nicht Zuschauer aussortiert, dann weiß ich auch nicht. Und das klang gerade ein wenig komisch. Aber na gut, wir spielen auch ein Spiel, das fast so alt ist wie ich. Da ist komisch sein, glaube ich, ganz okay. So, so, so. Oh, ein Pfizer-Level. Wir müssen oft genug runterspringen und Schaden nehmen. Gosmog überlebt keinen zweiten Sturz. Und wir haben nur noch einen Heiltrank. Also, nochmal das Ganze. Du machst rechts und links zu. Du machst das zu. So, jetzt müssten, wenn ich darauf trete, die beiden zugehen. Ja, tun sie. So, wir stehen auf Feld 25. Jetzt schreibe ich auf 24 gleich. Nichts. Ah doch, 24 beeinflusst 25. Das ist schon mal hilfreich. Und 23. Beeinflusst nicht 24. Und 24 macht 25 auch nur zu und nicht wieder auf. Ah, 24, 25 zu. So. Wo ist noch was frei? Da können wir lang. Menno. Da sind wir wieder auf die Mittelplatte getreten und haben die Schlange ausgelöst. Hey! Das Dingens ist weg. Ich meine, die Falltür ist zu. Nicht das Dingens ist weg. Okay, machen wir unseren Tango mit vor und zurück. Tada! Es hat bloß 14 Minuten gedauert und hatte absolut nichts mit meinem Aufgeschreibsel zu tun. Aber gut, wir haben es geschafft und das ist das Wichtigste. Den College-Block verbrenne ich gleich. Ich höre noch Schlangen fliegen. Guck erstmal nach oben. Oh, da war ein Dreher. Ah, Schlange. Also wir gucken da lang und werden nach links gedreht. Und noch mehr Schlangen, was soll denn der Kopf? Ja, komisch. Haben wir einen Kompass? Ja, wir haben einen Kompass. Nimm mal den Kompass in die Hand. Also, er zeigt nach rechts. Aber erstmal speichern wir ab. Nach diesem, oh, doch recht anstrengenden Part. Also für mich zumindest. Weil ich hier alles nebenbei aufgeschrieben habe und es eigentlich nichts gebracht hat. Also, doch, es hat was gebracht. Und hätte ich auch noch mehr Zeit gehabt, hätte ich auch noch rauskriegen können, was genau die eine Druckplatte da, die eine Fallgrube hat zugehen lassen.
Aber das war mir am Ende doch ziemlich egal. Hauptsache, es hat irgendwie geklappt. Also, 11 abspeichern und wir sehen uns gleich wieder.